Mahlzeit! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf dem Kommando-Pflock. Ja, und wir beginnen mal mit dem Thema, was ich gestern vergessen habe anzusprechen. Und zwar geht es darum, warum mag ich lieber NTSC-Games als PAL-Games? Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt, muss aber da ein bisschen ausholen. Und ich hoffe, ihr bringt heute Zeit mit, weil ich habe einige Themen, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern heute. Naja, aber egal, nicht rumschwafeln, direkt rein. Warum NTSC, warum kein PAL? Ja, da muss ich zurückgehen in meine Jugend eigentlich. Und ich weiß nicht, woher mein Kumpel damals diese Informationen hatte, aber der hat sich damit sehr viel auseinandergesetzt. Und zwar mit PAL Konvertierungen, ja, das heißt, so ein Spiel ist ja in der Regel erstmal in der NTSC-Region erschienen, das heißt also Japan oder USA, und die Entwickler haben auf NTSC-Hardware entwickelt, so, das heißt, die haben Vollbildschirm gehabt und die haben 60 Hertz gehabt und haben basierend darauf, wie gesagt, das Spiel entwickelt. Das ist halt, ja, ne? Ich wiederhole mich hier auch gerne nochmal, Vollbild und 60 Hertz halt lief. Wenn jetzt die Entwickler sich nicht viel Mühe gegeben haben bei der Konvertierung zu PAL, dann seht ihr diese unschönen PAL-Balken unten und oben. Dann ist oben und unten ist so ein schwarzer Balken. Und die Spiele laufen in 50 Hertz dann langsamer, als sie eigentlich hätten laufen sollen. Und das hat mein Kumpel damals in der Schule, ja, oder in der Schulzeit, hat das ziemlich aufgeregt. Und der hat mich damit immer so angefixt und so, scheiß PAL und NTSC ist viel geiler und so. Ja, und dann habe ich schon früher mich auch damit auseinandergesetzt und dann irgendwie geguckt, dass ich meine Konsolen damals schon gemoddet bekommen habe. Und ich habe auch einen Store gekannt in Dortmund, nannte sich Dynatex, und der hat auch NTSC-Games verkauft. Japanisch und amerikanische Games hatte der da. Und so habe ich halt früher eher die NTSC-Games gezockt auch. Deswegen ist es für mich einfach nostalgischer als irgendwelche PAL-Games, weil ich habe die damals auch nicht gespielt. Ich habe die damals auch nicht gehabt. Beziehungsweise, klar, ich natürlich dadurch, dass ich jetzt hier in Deutschland halt aufgewachsen bin, bin ich natürlich schon angewiesen gewesen auf generell auf PAL Games. Das heißt, wenn ich mal was ausgeliehen habe aus der Videothek oder so, dann war das natürlich ein PAL Game. Aber durch den, jetzt zum Beispiel im Falle vom Super Nintendo zum Beispiel, durch meinen Mod und durch den 60 Hertz Umschalter konnte ich halt das Ding auf 60 Hertz umstellen und konnte dann auch die PAL Games in 60 Hertz zocken. Und das war ziemlich geil und auch Vollbild natürlich, ne? Und das war ziemlich cool und für mich ist es halt, ja, das, ich sag mal so vom Gaming-Aspekt her auch wichtig, dass ich die Spiele in Vollbild, und es ist ja nicht nur das, was, es ist ja nicht nur das, was abgeschnitten wäre, es ist auch richtig gestaucht. Für mich sehen die Spiele total falsch aus. Das ist ein ganz falsches Aspect Ratio und da werde ich, da kräuseln sich mir die Fußnägel, wenn ich das sehe. Aber nicht falsch verstehen, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn ihr mehr auf PAL steht und wenn ihr PAL geil findet, weil ihr das aus der Kindheit kennt, habe ich absolut kein Problem mit. Jeder soll so zocken und so sammeln, wie er Bock hat, und ja, bei mir ist es halt NTSC. Ne? Das zu dem Thema, ich hoffe, das erklärt ist. Dann habe ich noch ein zweites Thema, und zwar gab es gestern so eine kleine Unterhaltung in den Kommentaren zum Video von gestern, und da hat jemand geschrieben, dass er sich noch daran erinnert, wie die Kiddies früher vor den Konsolen gestanden haben in den Geschäften und dort gezockt haben, und dann, ja, sind wir beide so ein bisschen nostalgisch geworden und haben gesagt, ja, das war eine coole Zeit und so, und dann fiel mir eine Geschichte ein von mir, von früher. Eine persönliche Geschichte, die wirklich so passiert ist. Die hört sich jetzt vielleicht gleich ein bisschen abgefahren an, aber sie ist wirklich so passiert. Und zwar war der, ja, N64. Das N64 war gerade raus, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht auswendig, ob Shadows of the Empire ein Launch-Titel gewesen ist. Da könnt ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren mal helfen. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon,
Wenn nicht, sorry, dann habe ich mich jetzt vertan. Dann war es halt kurz nach dem Launch oder kurz vor dem Launch von Shadows of the Empire. Jedenfalls war ich mit meinen Eltern in den USA. Die mussten nämlich früher beruflich ab und zu mal in die USA. Immer, das waren immer ganz kurze Trips, nur so 5 Tage. Und manchmal habe ich das Glück gehabt und durfte mit. Und ja, da war es halt soweit. Und ich war, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ich da gewesen bin, halt Teenager, sage ich mal. Und gehe in so einen Laden rein, wo ein N64 angeschlossen ist, mit Shadows of the Empire. Ne, das ist ein Spiel, das kann man heute nicht mehr spielen. Früher fand ich das total geil und ich habe auch, ich habe es auch durchgezockt. Und also, aber wie gesagt, heute kann man es echt nicht mehr spielen. Dort lief aber, ja, in dem Laden, wo ich reingegangen bin, wie gesagt, lief ein N64 mit Shadows of the Empire. Und erste Level, das heißt hier der Hoth-Planet, ne? dieser Schneeplanet, wo ihr mit dem Snowspeeder rumfliegt und diese kleinen, ja, toll, du hast rot gehabt, naja, sage ich jetzt nicht. Also wo ihr diese kleinen Droiden abballern müsst und wo die AT-STs rumlaufen und die AT-ATs. Und das war natürlich, ja, damals war es halt richtig geil und ich bin zu dem N64 gestürmt, war gerade keiner da, schnapp mir den Controller und zock so rum. Meine Eltern so, ja, willst du ein bisschen hier bleiben, willst du ein bisschen spielen? Wir gehen dann und kaufen XYZ ein. Wir holen dich dann hier wieder ab, so ungefähr in einer halben Stunde. Und ich natürlich, ja geil, ne? Machen wir so und geil und lass mich hier und sure. Und meine Eltern gehen raus, ich zock so vielleicht, keine Ahnung, 5 Minuten. Und auf einmal geht die Tür auf. Und ihr müsst euch vorstellen, es war Hochsommer. Es war richtig heiß draußen. Ich war da mit kurzer Hose und T-Shirt. Und es geht die Tür auf und es kommen 3 Typen rein mit langen, breiten Hosen, mit langen Pullover, mit Jacke noch an. So richtig Gangster-Hip-Hop-Style-Typen kommen rein, mit Sonnenbrille auf, im Laden, ne? Also im Kaufhaus. Und die kommen rein, die hätten locker irgendwie, weiß ich, Baseballschläger oder was auch immer in ihren Hosen versteckt haben können. Also so sahen die auch so ein bisschen aus, als wenn sie einen Baseballschläger immer dabei hätten. Der eine hatte so einen riesen Afro und da steckte oben ein, sein Kamm steckte da oben drin in dem Afro. Ne? Also so, und ich bin da am Zocken und die kommen immer näher und als sie direkt neben mir stehen, gucken sie mich an von der Seite und der eine sagt: "Too many buttons for your white hands." Und ich lege den Controller weg, gehe raus und habe meine Eltern gesucht. Ja, das war eine Geschichte, die werde ich niemals vergessen. Eine ziemlich witzige Geschichte, wie ich finde. Persönlich finde ich die lustig. Weiß ich nicht. Hätte natürlich vielleicht auch anders ausgehen können, aber dadurch, dass ich da, ja, schnell das Weite gesucht habe, denke ich mal, ist da nichts weiter passiert. Und ja, schade, dass ich nicht weiterspielen konnte. Und ja, das war die kurze Geschichte zu dem Thema, die mir da gestern eingefallen ist. Was gibt es sonst noch? GameCuber. GameCuber, ne, kennt ihr, denke ich mal, der hat gestern ein paar Fragen gestellt unter meinem Video von gestern. Und zwar hat er erstmal angefangen mit, er vernachlässigt momentan seine Retro-Sammlung wegen dieser ganzen 5-für-3-Aktionen. Ja, also das heißt, er steckt mehr Geld in Current Gen, weil er die 5-für-3-Aktion so geil findet und nicht mehr so viel in seine Retro-Sammlung. Und fragt mich, wie ich das sehe, Current Gen oder Retro. Und er fragt auch noch, welche Konsolen sollte man zu 100% haben? Ja, es wird ein bisschen philosophisch vielleicht jetzt gleich. Aber gut, fangen wir erstmal an mit, wie sehe ich das? Also 5-für-3 statt Retro. Das sehe ich einfach ganz einfach so. Jeder sollte das sammeln, wo er Bock drauf hat, wie er Bock drauf hat.
Ich habe ja jetzt vor kurzem mich entschieden auszusortieren. Da habe ich ja ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch vielleicht nochmal reinziehen, wenn ihr da Bock habt. Heißt irgendwie, spiele ich nicht, brauche ich nicht oder so. Wo ich erkläre, warum und wieso und was ungefähr ich so aussortiere. Aus meiner Retro-Sammlung. Ja. Und ich selber, also ich höre nicht komplett auf mit dem Sammeln. Ich sammle jetzt nur anders. Ich kaufe jetzt nicht mehr für jedes System, sondern werde für ein paar Systeme, Super Nintendo vor allen Dingen und so, die werde ich aussortieren, werde aber die Games, die ich als in der Kindheit gespielt habe, die werde ich behalten und mir fehlen da auch noch ein, zwei Spiele aus der Kindheit, die ich gerne noch hätte. Aber alles, was da nicht in diese Kategorie fällt, habe ich als Kind sehr gerne gespielt. Das fliegt alles raus. Ja? Und so sehe ich das jetzt auch. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve wieder hin? Also ich bin halt der Meinung, wie gesagt, jeder sollte das sammeln, wo er Bock drauf hat. Und ich sammle jetzt momentan auch wieder, oder was heißt wieder? Ich sammle ja auch für Current Gen. Ne? Also hier die Limited Run Games Spiele und Super Rare Games und auch die Switch-exklusiven Titel und sowas alles. Ne? Ich finde das auch cool, aber jeder sollte das halt für sich selber entscheiden. Das ist so meine Quintessenz zu dem Thema. Und dann, welches System sollte man zu 100% haben? Das ist genauso, meine Antwort ist da genauso drauf, das muss jeder auch für sich entscheiden. Also NES ist bei mir schon immer ein Hauptfokus gewesen in der Sammlung, genauso wie Master System. Aber deswegen möchte ich jetzt keinem sagen, so ihr müsst jetzt unbedingt 100% oder ein Fullset vom NES haben oder vom Master System. Also das sind halt persönliche nostalgische Feelings, die da eine Rolle spielen, wo man dann sagt, okay, ich finde die Konsole so geil von früher oder wie auch immer, da möchte ich alles haben. Ja, wobei dieses Fullset-Sammeln ist wieder ein philosophisches Thema für sich alleine. Muss man das überhaupt machen? Man holt sich damit halt viel Crap-Titel auch in die Sammlung. Und wenn man jetzt über PlayStation 2 oder PlayStation 3, 4 Fullset redet, ja, das ist utopisch. Und da ist auch so viel, rein von der Masse her, ne, und da ist auch so viel Crap bei, also das kann ich keinem empfehlen. Wenn das jemand machen möchte, sehr gerne, hat er meinen Segen. Aber ich selber würde es nicht machen und NES Master System reicht mir aktuell völlig, wenn ich das schaffe. Mega Drive, wisst ihr, ne, versuche ich ja auch, aber das wird halt immer schwieriger. Und da sind auch am Ende, da sind so ein paar Titel bei, weiß ich nicht, werde ich wahrscheinlich nie haben. Aber ja, das sind so meine Antworten zum Gamecuber. Ich hoffe, dass du damit einigermaßen zufrieden bist. Dann muss ich mich ein bisschen aufregen über Amazon. Was ist da schon wieder los? Ne? Also die lassen mich in letzter Zeit immer wieder mal im Stich mit Launch Release, also mit Games, die ich an Day One gerne hätte. Deswegen habe ich sie vorbestellt, Monate vorher. Und dann kommen sie einfach nicht. Und zwar, ich kriege dann so E-Mails mit einem Text, wir versuchen weiterhin den Artikel für Sie zu besorgen. Geht es euch auch so? Kriegt ihr das auch in letzter Zeit häufiger mal bei Amazon, wenn ihr was vorbestellt? Und ich finde es echt nervig. Weil, wofür bestelle ich das denn vor? Jetzt, also bei Penny Punching Princess war es auch so. Gerade bei diesen NIS America Titeln ist das wohl häufiger so. Ist mir jetzt aber persönlich noch nicht so aufgefallen. Aber wie gesagt, Penny Punching Princess, da war es so. Und jetzt, diese Woche ist es Shaq Fu gewesen. Was ich im Februar vorbestellt habe. Ich glaube, das war der Tag, an dem das angekündigt oder beziehungsweise ab dem es bestellbar war bei Amazon. Und ja, Launch wäre gestern gewesen. Ja, dann ist es einfach nicht da. Und dann kriege ich eine E-Mail einen Abend vorher. Wir versuchen weiterhin den Artikel für Sie zu bekommen. Und dann war ich schon sauer.
Hab dann mal geguckt, so bei Mediamarkt bei mir um die Ecke, ob es da vorrätig ist. Die hatten es leider nicht sofort da, nur irgendwie so bestellbar in 1 bis 2 Tagen verfügbar zur Abholung. Und hab dann erstmal gedacht, okay, komm, wartest du mal mit Amazon, wann die das jetzt liefern. Und dann habe ich gestern Abend spät geguckt und auf einmal sehe ich, da haben die noch 8 Stück in Stock. Da stand 8 Stück noch verfügbar. Verkauft und versendet von Amazon. Ja, also jetzt nicht irgendwie vom Marketplace oder so, sondern von Amazon. Und ich habe noch nicht mal eine Versandmitteilung gehabt. So, und da habe ich die Schnauze voll gehabt. Dann habe ich das gestern storniert bei Amazon und habe es jetzt doch bei Mediamarkt bestellt. Auch wenn ich es da erst in 1 bis 2 Tagen abholen kann. Ist jetzt auch kein Spiel, was ich unbedingt, sage ich jetzt mal, Day One spielen muss. Ich werde es wahrscheinlich sowieso diese Woche nicht mehr spielen. Aber es ärgert mich einfach. Was soll das denn? Finde ich wirklich affig und finde ich nicht gut. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt in letzter Zeit. Also bei mir ist auch aufgefallen, so diese kleineren Releases, also die so PlayStation VR Games zum Beispiel. Die bestelle ich inzwischen gar nicht mehr bei Amazon, weil das nämlich bei den Titeln immer so gewesen ist. Die bestelle ich mir inzwischen bei For You to Play. Und teilweise sind die sogar ein bisschen günstiger als Amazon. Und es kommt halt pünktlich. Ne? Dann ja, gibt es noch ein Update zu Slime San, was ja morgen von... was ja morgen von Limited Run Games kommt. Beziehungsweise was morgen da bestellbar ist. Und ja, ich hatte ja Montag schon mal kurz drüber gesprochen. Das Spiel war ja mal für die PlayStation 4 von Head Up Games angekündigt. Für die PlayStation 4 habe ich das gerade gesagt, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Ich muss den jetzt erstmal wieder finden. Also PlayStation 4 Head-Up Games Slime San. So, das hatte ich auch vorbestellt, aber inzwischen ist das, glaube ich, gecancelt. Inzwischen kann man das nicht mehr vorbestellen. Und jetzt kommt das, wie gesagt, von Limited Run Games morgen für Nintendo Switch. Und dann habe ich jetzt noch ein drittes Mal nachgefragt, wie ist das denn? Gibt es da auch irgendwann nochmal ein physisches Release für die PlayStation 4 von? Und dann hat Limited Run Games geantwortet. Limited Run Games selber wird Slime San nicht bringen für die PlayStation 4. Und soweit wie Limited Run Games informiert ist, wird es auch kein physisches Release von Slime San geben für die PlayStation 4. Ne? Aber das, ja, ich sag mal, in der Welt der kleinen limitierten Releases kann es fast täglich zu Änderungen solcher Informationen kommen. Und vor allen Dingen kann es auch sein, dass die jetzt geantwortet haben für den nordamerikanischen Markt und dass in Europa doch noch Head Up Games das bringt. Ich habe auf der Website von Slime San mal geguckt. Das Logo von Head Up Games ist da noch drauf. Vielleicht machen die auch die digitale Distribution. Das kann sein, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich werde mir das dann jetzt wahrscheinlich morgen bei Limited Run Games bestellen, weil ich ja die Limited Run Games Switch-exklusiven Games mir bestelle. Und Slime San finde ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich geil, so von den Gameplay-Videos her. Das ist wieder so ein Retro-Style, der mich halt total anspricht. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Und deswegen werde ich mir das auch wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ich werde es mir morgen bestellen. Yo, dann habe ich noch ein Thema. Ich bin aber jetzt schon fast auf der Arbeit. Ich versuche es kurz zu machen. E3 bin ich nachgefragt worden. Ich soll mal was zu E3 sagen. Ich freue mich drauf. Ich habe mich natürlich auch mit den Leaks befasst und auch mit Raketenjansel drüber gesprochen und mit dem Game Mansion Dennis drüber gesprochen. Wir sind so ein bisschen zwiegespalten, was die Leaks angeht. Es gibt ja jedes Jahr, gibt es aufs Neue diese Leaks, die dann am Ende halt ja, per Zufallstreffer vielleicht ein bisschen Wahrheit beinhalten. Aber das meiste ist dann irgendwie doch Quatsch gewesen, was sich irgendwer ausgedacht hat. Und genau so denken wir auch über die aktuellen E3-Leaks wieder. Da wird ein paar Sachen werden halt stimmen und die meisten Sachen aber wahrscheinlich nicht.
Dann bin ich noch gefragt worden, ja, was so aus den letzten Jahren, was sind denn so meine Highlights aus den letzten Jahren? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich euch enttäuschen. Ich vergesse sowas immer total schnell wieder. Und deswegen ist mir jetzt so explizit aus den letzten Jahren nichts großartig in Erinnerung geblieben. Das Einzige, was persönlich jetzt für mich in Erinnerung geblieben ist, ist halt, dass ich mit dem Raketenjansel letztes Jahr auf seinem Kanal so ein Talk-Video aufgenommen habe, beziehungsweise er hat es mit mir aufgenommen. Radio Rakete Nummer 1, unsere Top 10, oder wir haben es, glaube ich, die Top 10 der E3 genannt. Ne, das sind natürlich unsere Top 10 und wir erheben da keinen Anspruch vorzuschreiben, was jeder als die Top 10 der E3 2017 zu empfinden hat. Ne, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt und keine Ahnung, Bock drauf habt, eine ein Jahre alte Meinung zur E3 vom letzten Jahr zu hören, guckt euch das gerne mal an. Mein Highlight damals, mein Platz 1 war Cuphead. Ja, ich stehe halt mehr so auf die, ich müsste da rein, genau. Ich stehe halt mehr so auf die Indie-Games, die da so vorgestellt werden. Ne? Also, das war wie gesagt einmal Cuphead und The Last Night. Ja, ich weiß nicht, ob ihr The Last Night auf dem Schirm habt. Das ist ein Spiel für Xbox One, was aber leider aufgrund der Veröffentlichungspolitik von Microsoft sehr wahrscheinlich keinen physischen Release bekommen wird. Was ich sehr schade finde. Das ist ein Spiel, was mich so vom Artstyle her sehr anspricht. Und ansonsten, was sind meine Erwartungen an die E3? Ehrlich gesagt habe ich keine. Und ich lasse mich da total überraschen. Guck mal, was da auf mich zukommt. Und ich überlege momentan, die Nintendo E3-Konferenz live zu streamen mit einem Live-Kommentar drüber. Aber das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Thema Livestream. Ich tue mich mit solchen, vielleicht mache ich das und so halbgaren Ankündigungen tue ich mich normalerweise sehr schwer und möchte das eigentlich auch gar nicht sagen, aber ich tue es jetzt trotzdem. Vielleicht heute Abend Livestream. Und zwar Bloodstained Curse of the Moon. Vielleicht. Keine Ahnung. Gebt dem Video mal alle ein Like. Ja? Also wenn es viele Likes gibt, ich will jetzt keine Vorgabe machen, ab 50 Likes oder so streame ich heute Abend, aber motiviert mich mal ein bisschen. Gebt mal viele Likes, wenn ihr heute Abend einen Livestream von Bloodstained Curse of the Moon sehen wollt. Und vielleicht motiviert mich das. Das Ding ist, ich habe heute Abend sturmfrei. Und ja, das könnte man eventuell für einen Livestream nutzen. So, jetzt muss ich aber langsam mal hoch, ne, Freunde. Wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns. Bis demnächst. Ciao.